Servus Pyrrhus, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute für euch im Test, die Funke A-Böller. Ja, 10 Stück sind hier drin in der Schachtel. NEM liegt bei 27 Gramm. Wir schauen einfach mal kurz rein und holen mal einen raus. Das sind nämlich Reiberböller. Reibfläche habe ich jetzt hier tatsächlich aber keine mehr drin. Keine Ahnung, vielleicht ist sie schon irgendwie verloren gegangen. NEM 2,7 Gramm pro Böllerchen. Sehr, sehr gut verarbeitet, muss man sagen. Also wirklich sehr edel hier. Allerdings am Ende mit so einer komischen Plastikkappe. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so der Fan von. Weil das ist halt wieder so eine Art Geschoss, was auch durch die Gegend schießen kann. Ja, wir werden davon aber jetzt einfach mal so ein paar testen. Keine Ahnung, mal so 4 Stück oder so. Lass uns einfach mal davon überzeugen. Von den Funke A-Böllern. Und ja, dann hätte ich gesagt, geht's jetzt los. Funke Böller A, auf geht's. Ja, ganz ordentlich. Ja, der war nicht ganz so gut. Und noch 3 Stück. Ja, ich würde sagen, ganz solide. Natürlich schon recht teuer dafür, dass so wenig in der Packung drin sind. Aber kann man sich durchaus mal holen. Also es ist schon ein bisschen besser als normale Böller. Aber ein D-Böller ist halt dumpfer vom Knall her. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao, macht's gut, Pyrrhus.